Hallo Freunde und Freundinnen des Campens. Heute geht's los, Messe. Gleich gehen wir zum Bus und fahren dann zur Messe und dann gucken wir mal, was es da alles Tolles gibt. Und ja, wir werden fleißig berichten. Macht's gut, bis gleich. Ich sitze jetzt hier in einem meiner Lieblings-Wohnmobilfirmen-Wohnmobile und muss euch sagen, das ist, ja, warum das eigentlich so, warum ich die so gerne mag, das sind die B-Mobile. Das ist einfach schnuckelig hier drin. Das ist schlicht, mit die Polster, das ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber egal, die kann man auch in allen möglichen anderen Farben und Formen kriegen. Aber es ist halt einfach schlicht, schöne Fenster, Liebe zum Detail, aus Holz, also wirklich gutes Material, tolle Qualität und wie ihr seht, alles dabei, Backofen, Kühlschrank, ich glaube ein Hubbett ist hier oben, schöne Fenster, man kann hier auch gemütlich mit vielen Leuten sitzen. Auf der Rückseite seht ihr nochmal den Durchgang zum Fahrerhaus und einfach schön. Wir sind jetzt hier beim Campwerk und Campwerk. Wir sind jetzt hier beim Campwerk und ich habe jetzt mal hier Mike. Und Mike, du hast jetzt 30 Sekunden Zeit, uns zu zeigen, warum ihr so toll seid. Alles klar. Manufaktur aus dem Ruhrgebiet. Wir bauen Falk-Caravans und Zeltanhänger für einen On- und Offroad-Betrieb. Und in der Zwischenzeit baue ich das auch noch auf. Das schaffe ich in 30 Sekunden noch. Und ich glaube, wir haben noch Zeit. Das ist cool. Das war doch mal ein Jahr. Die sind immer noch 30 Sekunden auf. Ja, die sind immer noch. Ich baue nochmal ab. Ich baue nochmal ab in der Zeit. Kann ich auch machen. Also ihr merkt, wir haben Spaß. Wir sind jetzt bei Autarka und neben mir steht der Andreas. Und muss ich sagen, und wir machen jetzt hier so ein kleines Speed-Dating. Und deswegen frage ich Andreas jetzt nochmal, du hast jetzt ganz kurz Zeit. Sag uns mal ganz kurz und ganz knackig, was macht ihr eigentlich? Okay, was machen wir? Meine Bereiche oder unsere Bereiche sind Elektronik, Gas und Multimedia. In den Bereichen möchte ich meine Kunden unabhängiger machen. Was mich von anderen unterscheidet, ist, dass ich eine bedarfsgerechte Analyse mache. Zum Beispiel, wenn es um Solaranlagen geht, ermittle ich halt, okay, wie viel Leistung muss denn überhaupt da sein? Passt die Batteriekapazität dazu? Und dann mache ich eine entsprechende Auslegung und verkaufe die Anlage oder montiere auch. Oder es geht um Internetlösungen, es geht um Fernsehsysteme, ja, Elektronik, alles mögliche, Gas, Tankflaschen, das ist so mein Bereich, den ich mache. Ja, da würde ich sagen, das ist doch mal ein gutes Angebot bzw. eine gute Idee, wenn man nicht mehr weiter weiß. Deswegen autarka.de findet ihr im Internet. Ja, das ist richtig, ne? Ihr habt eure Wohnmobilschränke satt, das Muster ist doof, dann haben wir jetzt was für euch. Wir sind hier jetzt bei, ich muss mal gucken, Teco Smart und die haben was ganz Tolles und ja, ihr kennt ja die Folien von und wir haben hier jetzt mal was ganz anderes, das zeige ich euch jetzt Pascal. Ja, also wir haben hier im Vergleich zu anderen Folien mal keine Kunststofffolie, sondern wir haben ein nachhaltiges Produkt, was auf Papier basiert, aber was noch viel einfacher zu verarbeiten ist. Wir haben auf der Rückseite haben wir eine Luftkanaltechnologie, das ist eine Struktur, die in den Kleber eingelassen ist, die dafür sorgt, dass man blasenfrei aufkaschieren kann. Das Ganze ist ohne Spüliwasser oder was es da so alles gibt, da hört man ja die wildesten Geschichten, einfach applizierbar. Und es hat noch einen anderen Vorteil, Papier schrumpft bei Temperatur nicht. Gerade im Wohnmobil, wenn man da die Kunststofffolien verklebt, dann kann dann auch mal ganz schnell danach so ein Stück die Folie kleiner werden und dann ist man ziemlich unglücklich mit dem Ergebnis. Vielen Dank. Jawohl, wir machen das im Teamwork. Ich habe Erfahrung. Ja, so. Also man legt die Folie einfach an, man kann sie am Anfang repositionieren. Das ist auch ganz gut, wenn man da mal falsch aufgeklebt hat. Und kann dann hier eigentlich recht simpel das Ganze rasenfrei aufkaschieren. Ich meine, du kannst es jetzt bezeugen, die Luft geht raus. Da ist nichts mehr anblasen. Fühl mal die Oberfläche. Wie ein Babypopo. Ja, fast. Und das war es im Prinzip. Aber ja, ein bisschen super. Rauer, ne? Weil wir haben ja auch Haptik. Also die Oberfläche. Also es fühlt sich echt an wie Holz und es fühlt sich auch ganz warm an. Also ganz tolle Sache. Gefällt mir gut. Daumen hoch.
einen sonnigen Morgen. Wir sind kurz vor der Abreise. Es ist inzwischen Sonntag und wir wollten noch mal ein kleines Resümee ziehen zur Messe. Es war wieder toll und riesig. Aber das Rad wird nicht neu erfunden. Es sind immer noch Camper. Es sind eher die kleinen Sachen, die uns gefallen haben, wie das, was wir euch halt vorhin gezeigt haben. Zum Beispiel die Folie oder dieser Faltkarawan. Wir hatten viel Spaß und freuen uns aufs nächste Jahr. Bis dann. Tschüss.